Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 548. Echt, stimmt das? 548 von The Witcher 3 Wild Hunt, Part 25, stimmt das? Keine Ahnung. Von Blood & Wine. Und Part 25 ist ja fast sowas wie ein kleines Jubiläum, müsste man ja sagen. Muss man eigentlich sagen. Also sage ich es da einfach mal auf dem Weg. Wir sind hier auf dem Weg zu unserer weiteren Quest hier, Weingut, die Sachen sich hier anschauen und so weiter. Ein bisschen was regeln. Jetzt haben wir schon Leute geschrieben, ja, sie würden ganz gerne jetzt doch mal langsam die Hauptquest weitersehen. Ich bemühe mich ja, ich kann nicht so viel hochladen, ich kann ja nicht so viel Gas geben. Irgendwann sind halt meine Kapazitäten auch mal beschränkt. Ich bemühe mich wirklich, euch da vieles zu zeigen und auch die Hauptquest und alles Mögliche ein bisschen zu zeigen. Nicht nur zu, was? Handelsposten? Okay. Ja, das sieht ein bisschen scheiße aus hier. Ja, und wie gesagt, ich möchte den Moment nutzen. Die Zerstörungen sind noch frisch. Ich bin wohl knapp zu spät gekommen. Sollte mich dennoch umsehen. Das hier ist jetzt wieder was ganz anderes, nehme ich mal an. Was ist, wenn ich mich hier umsehe? Hier sind, ist irgendein Handelsposten zerstört worden. Können wir natürlich noch machen. Was ist hier los? Also, geht's wieder um diesen weißen Schrecken. Ja, und ich möchte halt nur ganz kurz noch was sagen. Und zwar vielen, vielen Dank für die Unterstützung auf meinem Kanal, für die Kommentare, die ich bekomme, die Likes, die ich bekomme. Freue mich natürlich immer wieder. Ja, plötzlich, was machst du da? Ja, da irgendwas von euch zu hören, zu sehen, irgendein Feedback zu bekommen. Ja, plötzlich ist ganz gechillt unterwegs. Ja, oder auch an die stummen Zuschauer, einfach nur für die Klicks, fürs Reinschauen und so weiter. Vielen, vielen Dank dafür, für die Unterstützung auf meinem Kanal. Machen wir mal hier weiter, was hier los ist. Ein Mann. Er ist verblutet. Die Wunden stammen den Klauenspuren nach von einem großen Vieh. Und es hat ein breites Grinsen mit langen Zähnen, sagt die zerrissene Kehle. Ja, mir geht's halt hier darum, natürlich könnte ich jetzt weiter dort hinten hinlaufen und das mit dem Weingut machen. Zeige euch das gerade mal auf der Quest, auf der Weltkarte. Dahin wollte ich, weil dieses hier irgendwo waren wir eben. Hier irgendwo, glaube ich. Oder hier, keine Ahnung, ne, hier, glaube ich, was weiß ich, irgendwo hier waren wir. Und auf jeden Fall, ja genau, und da bin ich ja hier so rüber geritten, auf dem Weg hierhin. Und hier waren wir ja auch schon, das wurde aber, wird immer noch als Quest irgendwie angezeigt, deswegen wollte ich jetzt das machen und dann eventuell uns das andere Weingut angucken. Oder wenn das hier oben ist, dann halt hierhin. Was weiß ich, wo das ist, ich denke aber, das müsste hier sein. Müssen wir wahrscheinlich hier die Geschichten machen, keine Ahnung, das werden wir dann sehen, oder hier, oder wo auch immer. Keine Ahnung, hier vielleicht, könnte ja wahrscheinlich eher hier auf der Seite, nehme ich mal an. Castello, Ravello, Weingut, was weiß ich, keine Ahnung, ne, das kann es ja auch nicht sein. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen, sehen wir auf jeden Fall gleich. Und wenn ich dann natürlich unterwegs irgendwo vorbeilaufe, wo irgendein Tier gewütet hat oder was auch immer, da kann ich ja als Hexer auch nicht einfach durchschreien, oh, interessiert mich jetzt nicht, dann gucke ich ja doch mal nach. Pfotenabdrücke, eindeutig von einem Monster, aber nur an einer Stelle. Muss ein Angriff aus der Luft gewesen sein. Das muss ein Drakonid sein. Ein Basilisk vielleicht. Allerdings sind diese Spuren irgendwie anders. Oh nee, 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 nein! Kein Kampf, kein gar nichts, bitte. Hier ist es gefährlich. Ich schätze, ein Basilisk treibt sich hier rum. Du solltest dich lieber fernhalten. Aber das weiß ich doch. Ich darf mit Stolz verkünden, dass hier wirklich ein Basilisk lebt. Ich kümmere mich persönlich um ihn. Kümmern? Basilisken sind doch keine Schoßtiere. Das Vieh bringt hier die Leute um. Moment mal, er bringt keine Leute um, die nicht durch sein Revier kommen. Hast du diese Warnungen ausgehängt? Oh ja, damit niemand zu Schaden kommt. Das funktioniert ja prima. Hier haben wir eine frisch zerrissene Leiche. Das war wohl ein Händler. Armer Kerl. Ich habe heute erfahren, dass zwei Kaufleute trotz der Hinweise diesen Weg gewählt haben. Ich kam so schnell ich konnte, um sie zu warnen. Leider zu spät. Ich habe meine Diener bereits angewiesen, den Leichnam zur Familie zu bringen und sie großzügig zu entschädigen. Du bezahlst die Familien der Opfer und du behauptest, das wäre der letzte Basilisk. Wer bist du? Raus damit. Du sagst, dies wäre der letzte noch lebende Basilisk? Woher willst du das wissen? Es ist der letzte Vertreter dieser Unterart. Die war mal recht zahlreich, bevor die Buchenwälder gerodet wurden. Du behauptest, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Dichte von Buchenwäldern und der von Basiliskenpopulationen?
Nun, der Zusammenhang ist indirekt, möchte ich sagen. In Buchenwäldern gibt es viele Rehe, weißt du? Und die Basilisken haben viel zu fressen. Als Rehe selten wurden, machten die Basilisken die Menschen zu ihrer Nahrungsgrundlage. Deswegen kamen die Hexer. Und so ist dies jetzt das letzte Exemplar. Ein Weibchen. Letztes Jahr noch hatten wir zwei. Aber der Gefährte von Jocaste ist leider verschieden. Jocaste? Warum sollte sie keinen Namen haben? Mein Vater hat sie so genannt, zum Andenken an meine selige Mutter. Damals hat Jocaste gebrütet, zwei Eier. Aber ach, sie hat sie aus dem Nest geworfen, als ihr Gefährte starb. Wo finde ich den Basilisken? Joa, wir fragen trotzdem mal noch diese Fragen. Du bezahlst die Angehörigen? Wieso? Diese Gegend ist seit Jahrzehnten im Besitz meiner Familie. Sie wurde uns von Herzogin Ademarta gewährt. Der Basilisk verlässt unser Land nicht. Er jagt oder tötet oder zerstört nirgendwo sonst. Wenn man ihn nicht provoziert. Wenn es aber doch mal passiert. Wenn er tötet, dann zahle ich für alles. Aus eigener Tasche. Hast du auch Söhne und Ehemänner in der Tasche, mit denen du die ganzen zerfleischten Leute ersetzen kannst? Die Toten kann ich natürlich nicht wieder lebendig machen. Aber ihre Lieben bekommen eine großzügige Entschädigung. Letzten Sommer gab ich der Witwe eines Lederers 800 Kronen. Und die Familie dieses unglücklichen Händlers wird ebenfalls angemessen entschädigt. Wahnsinn. Wer genau bist du? Und was interessiert dich an dem Monster so? Graf Boris, stets zu Diensten. Was das Monster betrifft, nun, diese Unterart ist das Symbol unserer Dynastie. Die Familie de Salvarez signiert seit Jahrhunderten mit dem Regulus Platinum. Der Familienlegende zufolge rettete einst ein Weibchen dieser Art einen unserer Vorfahren, der noch ein Junge war, aus einem brennenden Gebäude. Sie brachte ihn in ihr Nest und fütterte ihn wie eines ihrer Jungen. Mumpitz. Gewiss, aber schöner Mumpitz. Wo nistet der Basilisk denn? Weißt du das? Natürlich weiß ich das. Aber du erwartest ja wohl nicht, dass ich es dir sage. Das sind ja keine Holzschwerter, die du da hast. Ich kenne deine Absichten. Dann finde ich ihn selbst. Seine Pfotenabdrücke sind ja augenfällig. Du hast zwei Händler erwähnt. Nach der anderen Leiche suche ich dann wohl auch. Krass. So, was ist jetzt? Silberbasilisken hinzugefügt. Jo, bla bla bla. Jetzt könnte ich mich hier halt weiter umsehen und weitermachen, oder was? Wenn ich das denn wollte, oder ich mache halt hier mit meiner Quest weiter. Das mache ich dann jetzt halt mal. Wobei der die zweite Leiche, jetzt muss ich ja eigentlich das logisch betrachten. Eigentlich könnte der die zweite Leiche ja wegschaffen. Und das wäre ja dann doch schon ziemlicher Quatsch, jetzt einfach abzuhauen. Naja, gucken wir mal kurz. Der Inhalt ist überall. Es muss Tannin drin gewesen sein. Zum Ledergerben. Das Monster hat die Fässer zerstört. Deswegen riechen die Schuppen so. Yokoko ist ja so neugierig. Besonders bei starken Gerüchen. Diese Fässer müssen sie zu der Karawane gelockt haben. Zerstörte Fässer mit Speichel dran. Ein Angriff. Hier hat der Basilisk sich wohl sein zweites Opfer geschnappt. Jedenfalls gibt es zwei Gerüche. Gift und Tannin. Damit müsste ich das Monster finden. Warum willst du das tun? Jocaste steht unter Artenschutz. Sollte sie sterben, würde das Gleichgewicht im Ökosystem dauerhaft aus den Fugen geraten. Die Folgen wären nicht abzusehen. Provoziere sie einfach nicht. Wenn du ihr nichts tust, wird auch sie dich in Ruhe lassen. Ich argwöhne schon lange, dass sie das mit Absicht machen, ihre Waren parfümieren. Damit der Basilisk sie zerstört, dann können sie die Versicherung kassieren. Seltsam, okay. Diese Brandspuren. War das das Monstergift? Diese Unterart muss ja hochtoxisch sein. Oh ja, Wunden von Silberbasilisken werden ganz besonders brandig. Ich muss einen Trank zum Neutralisieren zubereiten. Seltsam, diese Brandspuren. War das das Monstergift? Oh ne, das ist gleich. Ja, das kennen wir schon. Hexer. Also soll ich da tatsächlich noch irgendwas herstellen, oder was? Basiliskenschuppen sind eigentlich dicker, nicht so fein. Dieser hier könnte feuerempfindlich sein. Du hast recht. Jocaste hat schreckliche Angst vor Feuer. Sie ist eine sehr empfindliche Kreatur.
Du darfst sie nicht töten, sonst rottest du mit ihr eine ganze Spezies aus. Okay, genug gelabert. Sag, wo ist das Vieh jetzt? Weiß keiner, ne? Hauptsache mal hier doof rumgelaufen und irgendeinen Schwachsinn gemacht. So, Toussaint, Ritterrüstung, Turnierritterrüstung, was auch immer. So, eben noch gelobt. Jetzt ist es doch wieder anders. Jetzt muss ich doch jedes Fass wieder extra anklicken. Was heißt eben noch gelobt? War das in diesem Durchgang? Oder im letzten Part? Irgendwann habe ich es gelobt, dass sie doch jetzt alles immer so zusammengefasst haben. Wo ist der Typ eigentlich, der die ganze Zeit mit mir redet? Wo läuft denn der rum? So, gut, ist mir egal. Ich denke, für diesen Auftrag haben wir jetzt genügend Sachen gesammelt, oder? Gut, die zweite Leiche noch nicht. Achso, vielleicht ist das auch hier. Nee, kann ja eigentlich nicht sein. Ich gucke nur mal ganz kurz die Quest mit diesem Silber-Dingens da. Was könnte das für eine sein? Es muss ja irgendein Hexerauftrag sein. Finde François. Was ist das? Gesänge Geralds, bla bla bla, Hexer, Edeldame, Monster zu erschlagen. Jo, ne, ich glaube, das ist es nicht, ne? Wo ist dann diese Quest? Ne, das ist was ganz anderes. Was mache ich da gerade? Ich weiß gar nicht, was ich da umtreibe. Ne, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach weiter. Ist mir jetzt egal. Ich finde jetzt die andere Leiche nicht. Ich habe schon genügend andere Hinweise. Die ist irgendwo hingeschleudert. Der Typ ist jetzt irgendwo hingelaufen. Alles andere interessiert mich nicht. Also laufen wir mal zu diesem grünen Punkt da hinten. Das da muss ich jetzt mal kurz doch vertagen. Auch wenn es ein bisschen sinnfrei ist, aber mich jetzt da um irgendeinen Hexerauftrag zu kümmern, wo ich nicht immer weiß, wie stark das Vieh ist und auch gar keinen Auftrag erhalten habe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, dass das nicht so ganz gut läuft. Personen in Not, okay. Ah, da ist das einer dieser Gefangenen oder der weggekommen ist oder sowas. Und wo ist der? Ist der unten in der Höhle? Oh, der ist unten in der Höhle. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich hier runter, oder was? Ist das so richtig? Oder sterbe ich jetzt? Oder was soll das? Hilfe! Jo, Bandit, jetzt sind wir irgendwie... Irgendwie bin ich hier angekommen. Ach du Scheiße. Oh, wahrscheinlich nerven Banditen immer noch, wie immer. Ja, mach ich doch. Ich bin doch hier. Ich bin irgendwie in die Höhle gekommen. Wie, weiß ich auch nicht. So, nee, das passt. Das schaffen wir. Auf jeden Fall, würde ich sagen. So, bam, stirb. Oder mach sonst was. Irgendwas sterben, ähnliches. Oh, nee, nee, das ist Stufe 70 Bandit. Ist ja auch mal nett, dass sie mich hier hinschicken. Hilfe! Ja, ich bin doch unterwegs. Mensch, Frauen, das ist echt Wahnsinn. Ich bin doch da. So, komm, stirb, Bandit. Stirb, stirb, stirb. Und stirb immer noch. Da habe ich doch einen schönen Hinweis bekommen. Ich soll mich nicht so anstellen gegen die Viecher, also gegen Banditen, sondern soll einfach mit Axi, wenn die so stark blocken und so weiter, soll ich mit Axi agieren. Ist eigentlich auch total logisch. Also machen wir den hier. So, bis ich Axi aufgeladen habe, dann machen wir den. So, und dann kann ich hier ganz gemütlich zuschlagen. Ist eigentlich so einfach, ne? So, es ist auch so sau einfach, weil der irgendwie gar nichts kann. Stufe 70 Bandit, was machst du da? Ist echt bitter. Du wagst es, auf mich einzuhauen? Auf mich? Komm, mach mal. Hä, was macht denn der? Der will ganz gemütlich weglaufen. Ist ja mal nett. Oh. Ah, was mach ich denn da? So, komm. Ja, Stufe 70, das merkt man halt dann schon. Da mache ich so wenig Schaden. Ja, ey, das ist ja Wahnsinn. Ist hier nicht vorgesehen, dass ich so lange kämpfe, oder was? Deswegen labert die mich da voll. So, jetzt stirb endlich mal. Fall um, aha. So, gut, alles klar. Sagt ihr jetzt was oder so? Verschmutzter Brief. Hm, wahrscheinlich auch wieder ein Hinweis oder so. Vielen Dank, nobler Ritter. Ich war in nördlicher Richtung auf Kräutersuche für einen neuen Wein, als plötzlich... Beruhige dich, es ist vorbei. Die Banditen haben mich entführt. In der Hoffnung auf ein Lösegeld. Da bin ich mir sicher. Aber so wie es Meister Liam geht, hätte er sie niemals bezahlen können. Oh, aber ich bin frei und in Sicherheit. Dank dir. Falls du auf der Suche nach Kräutern sein solltest, habe ich ein Lager auf Coronata. Kommst du mit mir? Gehen wir. Ich habe hier noch was anderes zu tun. Jo, ich habe eigentlich noch was anderes zu tun. Wobei, komm, ich beschütze lieber. Egal. Ich folge dir. Den Brief habe ich ja gerade... Ach so, so kann ich vielleicht den Brief nicht finden. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund der Geschichte, den ich ja jetzt von diesem Anführer da noch weggezogen habe. Wenn ich jetzt einfach mitgegangen wäre, hätte nicht gelootet, hätte ich den Brief nicht gefunden. Ich denke mal, darum geht's. Und der Brief wird wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Hinweise haben.
Da wären wir. Ich danke dir nochmal für die Rettung. Möchtest du wissen, was ich habe? Das war ein Gut, scheint verwahrlost zu sein. Zeig mir deine Waren. Meister Liam ist wohl kein so gewissenhafter Eigentümer. Er tut sein Bestes. Er kann nichts dafür, dass unser Weingut eine Plage nach der anderen überstehen muss. Plagen? Welcher Art? Naja, dieser riesenhafte, gelbe, menschenfressende Sonntau zum Beispiel. Man kann keinen Fuß ins Grün setzen, ohne um sein Leben fürchten zu müssen. Zeig mal, was du hast. Jo, ich hoffe, die Frage hat sie richtig verstanden. Jo. Also auch wieder diese komischen Umskillungsgeschichten da. Ja, wie gesagt, ich müsste immer noch die Sachen anheften, was ich denn da dringendst bräuchte. Ach stimmt, ja, und wir haben noch die. Ach stimmt, wir haben noch die Bücher von was weiß ich wann, wo ich die mal gefunden habe. Oh Gott, nee. Und natürlich jetzt diese Notiz, die ich nicht gelesen habe, die jetzt irgendwo hier rumgammelt. Ist das jetzt so? Trophäe, irgendwas, bla. Ist das jetzt überhaupt hier oder wo werden die jetzt geführt? Ich weiß es gar nicht. Also. Und das ist das Neue. Jo, irgendwelche Anweisungen. Achso, und das kann ich natürlich nicht hier machen. Hier verkaufe ich ja nur. Was mache ich hier überhaupt? Na gut, also ich brauche der nicht zu verkaufen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke. Bis dann. Kann ich jetzt immer noch den Brief lesen? Wird das mir immer noch irgendwie angezeigt? Nee. Die Musik ist ein bisschen merkwürdig. Kann ich hier vielleicht irgendwas finden an Hinweisen? Jo, ich bin natürlich jetzt bös rumgestolpert in diesem Part. Das muss man ja auch mal sagen. Tut mir ein bisschen leid. Alter, Wahnsinn, was ich da für einen Schrott wieder treibe. So, Verzehrbares ist es wohl nicht, den Brief, den ich lesen will. Questgegenstände hier vielleicht schon. Hallo? So, wo ist es jetzt? Ist da unten das? Was ist das? Graf Billedals Karte, sonstiges. Nö, das ist was anderes. Hä? Da wurde doch noch angezeigt, dass hier noch was wäre. Aber das habe ich alles schon gelesen, ne? Jo, nee, hä? Komisch. Sehr merkwürdig. Oder ist hier irgendwo noch was dabei, was ich nicht gelesen habe? Ne, Zeichenprüfung des Geschicks. Da müsste ich in der Aufnahmepause nochmal ganz genau lesen, was das überhaupt war. Ja, bei Handwerk ist es wohl nicht. Hm, komisch, wo die Briefe und Bücher, wo sind die jetzt überhaupt geführt? Fällt mir gerade mal auf. Die Bücher generell. Die müssen ja auch irgendwo sein. Steht das hier irgendwo? Da kann ich das nur in meinen... Kann ich das jetzt tatsächlich nur noch in meiner merkwürdigen Burg da? Nö, das kann doch nicht sein. Also in meinem Weingut, hier müssen doch irgendwo noch die Bücher sein. Ja, hier steht's ja, Questgegenstände und sonstiges. Das ist wahrscheinlich unter sonstiges. Hm, was mache ich da? Oh Gott, sorry Leute, ey, das ist Wahnsinn. Ich muss gleich eine Pause machen. Ich wollte ja eigentlich eben schon eine Shisha rauchen gehen. Das ist irgendwie nicht so, ist nicht so passiert irgendwie. So, das sollte ich vielleicht doch dann gleich mal machen. Ich wollte gerade sagen, sind da jetzt doch Bücher? Ich habe doch so viele Bücher noch. Ach, das sieht doch schon anders aus. Was ist das hier jetzt? Alte Karte von Toussaint. Jo, bla. Jo. Und irgendein anderer Kram. Irgendwelche anderen Bücher, die ich alle angeblich schon gelesen habe. Ernsthaft? Naja, die ganzen Geschichten hier nicht. Hm. Keine Ahnung, welches jetzt das Richtige ist, ne? Ah, Moment. Das hier vielleicht. Liste mit dem Siegel. Ne, das haben wir gelesen. Alistair, bla, du hast das schon gelesen, echt? Ernsthaft? Gut, alles klar. Was ist das hier? Meisterzauberer ist irgendein Auftrag. Die Geschichte hier. Verschmutzter Brief. Ich fasse mich kurz und komme gleich zum Punkt. Schnapp dir Liams Kräuterkundler und verhindere, dass er diesen neuen Wein fertigstellt. Lass das Mädchen in Ruhe, bis ich weitere Anweisungen schicke. Vermassel es bloß nicht, du Schwachkopf. Ja, ich denke, das sieht gut aus. Das war das wahrscheinlich, was ich noch nicht gelesen habe. Und hier sind noch etliche Bücher und Sachen, die ich noch nicht gelesen habe. Mysteriöse Notiz. Ach, irgendein anderer Kram. Ich denke, ich muss das alles mal durchklicken. Das mache ich aber dann off-Kamera. Irgendwelche Sachen, die interessant sind, werde ich dann wieder mit euch lesen. Aber da werde ich euch jetzt nicht langweilen. Ich habe ja die Bücher noch gekauft vor kurzem. Ja, vielleicht habe ich jetzt auch was übersehen. Mal gucken. Weiß ich nicht genau. Sorry, dass das jetzt so ein bisschen verpeilt ablief alles. Aber ich denke, ich brauche jetzt mal eine kurze Pause und dann machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Ich denke, dafür werde ich großzügig sein, wie ich die Parts hier rausknalle, dafür, dass ich so viel Schwachsinn mache. Und jo, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ich freue mich drauf und sage bis dann, habt einen schönen Tag. Haut rein, bis dann, ciao.